Auf diesem Kanal gab es tatsächlich dieses Jahr noch keine einzige Tomatenverkostung. Also finde ich ganz wichtig, um euch neue Sorten zu präsentieren. Ist natürlich jeder einen eigenen Geschmack. Dafür bin ich heute beim Patrick vom Kanal Mikagarten. Wir haben heute den ganzen Tag Videos gemacht. Und das Besondere ist, einige der Sorten kenne ich schon. Die sind jetzt bei ihm gewachsen. Dann zeigen wir euch mal schnell, um welche Sorten es heute geht. Die Kandidaten unserer heutigen Verkostung ist diese hier. Das ist die Pink Akkordeon. Dann haben wir eine schwarze Tomate, das ist die Indigo Rose. Hier haben wir die Sweetie, eine ganz kleine leckere Tomate. Die Schneewittchen, daneben die Himbeerrose, eine Ampeltomate. Hier haben wir die gelbe Oma vom Heinrich. Das hier ist deine Lieblingstomate, die Zitronentomate. Und die Prinz Tschernobyl. Ja, die Rigotti-Tomate. Die Prinz Czerny. Ja. Und worum es mir jetzt bei dieser Tomatenverkostung geht hier, also die Prinz Czerny, die habe ich jetzt einmal aus der Gartenoase, dann direkt beim Florian probiert, einmal beim Heinrich. Und die hat immer anders geschmeckt. Die Zitronentomate, da hattest du dem Heinrich letztes Jahr Saatgut für das 100-Sorten-Gewächshaus gegeben. Die fand ich absolut geschmacklos und wässrig da. Ja. Mal gespannt, wie sie hier ist. Wie hieß sie noch? Das ist die Indigo Rose. Die Indigo Rose, ja, die war auch im Gewächshaus ganz gut. Und ich glaube, die... Das ist die Sweetie. Die habe ich beim Heinrich schon mal gegessen. Die ist eigentlich immer recht süß. Ne? Ja. Ja, einfach mal zu sehen, gibt es da Unterschiede? Ja. Weil es stimmt schon, je nachdem, wo die wächst, sind da Unterschiede. So, wir probieren es so. Wir haben hier aber auch noch ein bisschen Salz, weil normalerweise Tomaten isst man ja immer mit Salz. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit einer an, die wir gar nicht aufschneiden müssen. Die Sweetie. Auch perfekt für Balkone und ja, so kommen. Klappt sehr gut dort. Gute Ernte. Sind relativ viele Samen drin, was in dem Fall ganz gut ist. Ne? Hat man direkt was fürs nächste Jahr. Und geschmacklich top. Ja, also Sweetie, der Name sagt alles. Wobei, es gibt Tomaten, die sind nur süß. Die hat auch noch ein bisschen Säure. Ja. Sehr lecker. So, die hier. Das ist die Schneewittchen. Eine weiße, naja. Fast weiße. Fast weiße. Kleinere Samen, etwas weniger als bei der gerade. Mhm. Nicht ganz so süß, aber trotzdem ein Aroma. Und zwar ein gutes. Ja. Bisschen mehr Säure, oder? Ja. Ich fand die Sweetie am besten bislang. Du magst eher am liebsten die kleinen Tomaten hier, ne? Bleiben wir mal bei den kleinen. Den haben wir hier. Das ist die Himbeerrose, eine Ampeltomate. Und die trägt massig an Ertrag dieses Jahr. Hat auch sehr viele Kerne. Ein bisschen wässriger. Mhm. Aber sehr saftig. Ja. Ich finde es okay. Ich finde sie auch gut. Also nicht so süß wie die erste, aber es kommt ja nicht immer nur auf Süße an. Ich denke, zum Einmachen wäre die vielleicht so als ganze Tomaten einmachen, könnte man. Könnte man machen oder als halbierte in Salat. Auf jeden Fall sehr erfrischend. So, und jetzt bin ich sehr gespannt auf seine Tomaten. Das ist ja fast schon so eine Multiflora-Sorte. Ja. Kommen ganz viele dran. Ja. Brauchst du Salz? Ich probiere auch erstmal ohne. Also, schmeckt auf jeden Fall schon mal viel besser als letztes Jahr. Mhm. Das liegt ja in eurer roten Erde, die ihr habt, der Sandstein. Ja. Kann alles sein. Ich muss auch sagen, hier die am Haus wachsen, sind vom Aroma her deutlich besser als die im Gewächshaus wachsen. Also, das kann wirklich vom Standort her immer ganz anders sein. Also, jetzt verstehe ich, dass du die Tomate magst. Letztes Mal dachte ich mir, okay. Der mag gerne, ja, die schmeckt ja da so wie Supermarkttomaten im Winter.
Also eigentlich nach gar nichts. Mhm. So, jetzt kommt die Tomate, auf die ihr alle wartet. Die Rigotti-Tomate. Die Prinz Czerny oder Czerny Prinz, wie auch immer. So, und ich liebe es, solche Tomaten, jetzt nicht so, sondern ich mache es eigentlich immer nur noch so. Vor allen Dingen Ananastomaten. Mhm. So aufzuschneiden. Da kommt so richtig diese Tomatenschönheit zur Geltung. Das untere Stück ist meistens ein bisschen süßer. Ja. Erstmal ohne Salz. Ja, okay. Waren die vor einem Monat noch aromatischer? Oder? Es ging. Also ich muss ehrlich sagen, die anderen Tomaten schmecken mir besser als die Czerny Prinz. Mhm. Also es ist auch im letzten Jahr. Es ist, aber also ich muss sagen, die schmecken mir jetzt wirklich gut hier. Die hat so, so ein etwas rauchiges Aroma irgendwie. Mhm. Liegt das an dem Messer? Nein. Also ich muss sagen, ich fand die anderen ein bisschen besser. Aber klar, die haben so klein, haben immer ein komprimiertes Aroma. Aber viele Fleischtomaten haben ja auch fast gar kein Aroma. Und dafür ist Im Vergleich auf jeden Fall noch eine sehr gute Tomate. So, jetzt kommt eine von Heinrichs Sorten ins Rennen. Und zwar eine Züchtung seiner Oma. Jetzt an der Stelle muss man fairerweise dazu sagen, nicht ganz reif. Ja. Deshalb nehmen wir uns hier auch die untere Stelle. Ja, die hört sich schon unreif an. Mhm. Doch, also gut, die hätte jetzt noch 2-3 Sonnentage brauchen können, aber man schmeckt schon. Ja, das ist eine wirklich gute Tomate, ne? Wie würdest du das beschreiben? Ja gut, jetzt kann man es sagen, schwierig. Leicht säuerlich, weil noch halb unreif, aber angenehme Bissfestigkeit. Mhm. Also ich finde die toll, aber ich mag die rosa Oma noch ein bisschen lieber. Hier muss ich nichts mehr anbauen. Das Lustige ist, ich kenne ja seine Oma. Ja? Die freut sich immer, wenn sie ihre Tomaten hier sieht. Das ist die Indigo Rose. Indigo Rose. Ich finde, die sieht auch sehr schön aus, einfach als Dekoration. Wir hatten letztes Jahr auch 106 Sorten im Gewächshaus. Und da waren Sorten dabei, die sahen echt. Eine hieß Dark Galaxy. Mhm. Ja, die sahen toll aus, haben aber irgendwie, eher so geht so geschmeckt. Müssen wir jetzt hier mal probieren. Die ist auf jeden Fall jetzt schon vollreif. Mhm. Sag mal, das war das erste Mal, als ich da gerade... Hat die so ein leichtes Marzipan-Aroma? Habe ich irgendwie auch das Gefühl. Aber. Nee, vielleicht irgendwas Spezielles, ne? Ja, ja. Das war eine tolle Tomate. Mhm. Also, wer ganz außergewöhnliche Geschmacksrichtung mal haben will, die Indigo Rose, auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Und wie gesagt, sieht auch sehr hübsch aus. So, als letzte. Auch die an der Seite noch nicht ganz reif, war aber die einzige. Deshalb nehmen wir jetzt einfach mal die reife Hälfte. Das ist die Pink Akkordeon. Ja, Akkordeon, kann man sich denken, warum. Ja. Also ich will der Tomate jetzt nicht Unrecht tun, weil sie noch nicht ganz reif war, aber... Relativ, also bis jetzt relativ geschmacklos. Ja. Hast du die schon mal in Reifer geerntet? Nee, ich glaube noch nicht oder noch nicht direkt gegessen. Probier mal mit Salz. Irgendwie schmeckt eine Tomate immer doppelt so gut, wenn du Salz drauf tust. Mhm. Bisschen besser, aber
Also dieses Jahr ist komisch, das Jahr mit Tomaten. Mhm. Ganz viele, die erst ganz, ganz spät reif oder dran sind sie. Ganz spät werden sie rot. Das ist auch irgendwie jedes Jahr anders. Ja. Und auch der Geschmack. Ich habe Sorten, die letztes Jahr grauenhaft geschmeckt haben. Dieses Jahr sind sie sehr gut. Das ist auch das mit den Krankheiten und Schädlingen. Mhm. Es gibt Leute, die bauen seit genau 2 Jahren, 18 und 19, Tomaten an im Freiland, egal welche Sorte, und sagen, wenn wir dann schreiben, so, ja, baut die vielleicht mal nicht im Freiland an wegen Kraut- und Braunfäule. Ach, ist doch alles Blödsinn. Warum? Da passiert doch nichts. Ne? Ja. Spielen sich dann manchmal so ein bisschen als Experte auf, als ob die das schon seit 10 Jahren machen. Und aber irgendwann kommt ein verregneter Sommer. Genau, aber dieses Jahr, der ist ja schon ein bisschen, haben wir eben gesehen, wie verregnet das sein kann. Ja. Dann habt ihr das Zeugs da drin. Und ich habe jetzt auch schon einige Tomaten gesehen, da ist dieses Jahr wirklich schon im Ende August die Kraut- und Braunfäule drin. Mhm. Ja, also von wegen, das gibt's nicht oder wir erzählen euch Quatsch, dass, wenn wir sowas sagen, dann auch schon aus gutem Grund, weil es kann einfach dann schon mal schnell daneben gehen. Ja. Gut, Patrick, hast ein paar schöne Tomatensorten. Mal gespannt, welche du nächstes Jahr anbaust. Ja, ich werde auf jeden Fall noch mein Sortiment erweitern. Aber machen wir auch die Ananastomate. Ja, unbedingt. Und ein paar Sorten, die nicht so gut sind, kommen raus. Ja, also die hier, ich glaub, ist so ein Wackelkandidat, ne? Ja. Ja, aber lass uns mal reif werden. Ja. Gut, kleine Tomatenverkostung. Ganz spontan haben wir uns jetzt dazu entschieden. Und wir sagen, hat euch dieses Video gefallen? Gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare. Empfehlt diesen Kanal weiter, besucht seinen Kanal, abonniert ihn. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.